Was geht ab, Habibis? Ich heiße euch herzlich willkommen endlich wieder zu einem Eure Probleme und meine Tipps. Ich heiße Suda, ich bin 20 Jahre alt, ich mache so ziemlich alles auf YouTube. Ich würde dir einfach mal empfehlen, auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Ich schmink mich, ich mache mir meine Haare, ich mache mir meine Nägel, ich bin unterwegs. Ich war jetzt letztens in Barcelona, du solltest dir diese beiden Vlogs auf jeden Fall geben, das war crazy. Und heute werde ich mich um eure Probleme kümmern, beziehungsweise ich werde euch Tipps geben. Natürlich kann ich mich nicht vollständig kümmern und meine Tipps sind nicht der rote Faden zu einem perfekten Leben, Leute. Aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, das letzte von diesen Videos, also das letzte eure Krisen, meine Tipps, ist ein Monat her. Und ihr habt mir einiges zukommen lassen, also lasst uns nicht groß schnacken, sondern einfach loslegen. Jungfräulichkeit verloren, wir lieben uns aber trotzdem schlechtes Gewissen. Es ist jetzt schon passiert, also ich würde dir in Zukunft raten, nichts zu machen, wo dein Gefühl dich von abrät. Auch wenn du einen Menschen liebst, dein inneres Gefühl warnt dich immer vor bestimmten Sachen und vor bestimmten Menschen und ihrer Seele und den Geistern. Ich will dir das jetzt aber auf jeden Fall nicht schlecht reden, von wegen du bist besessen von Dämonen, gar nicht, sondern selbst wenn du dann mal etwas machst, was du im Nachhinein bereust oder wo du dich schlecht fühlst, lern dir zu verzeihen. Lern zu sagen, okay, Jungfräulichkeit wird so groß angeprangert auf der Welt, so das erste Mal, das erste Mal. Weißt du was? Es gibt Leute, die bereuen das zweite, dritte, fünfte, sechste Mal viel mehr als das erste Mal. Deswegen mach dir keine Riesensache draus. Sag dir einfach, okay, es ist passiert. Ich habe daraus was gelernt, ich habe meine Erfahrungen draus genommen. Aber peinige dich nicht selber dafür. Weißt du, mach dich nicht dein Leben lang fertig. Oder denk nicht, dass dein Selbstwertgefühl dadurch sinken sollte, also dass du quasi weniger wert bist, weil du jetzt deine Jungfräulichkeit verloren hast oder so. Macht alles keinen Sinn. Wir Menschen müssen halt einfach verstehen, dass jeder Fehler macht. Man kann nicht immer allen Fehlern aus dem Weg gehen. Und es ist wichtig, mit Fehlern leben zu können. Also damit leben zu können, dass man Fehler gemacht hat, sich selbst zu verzeihen und zu sagen, okay, das ist die Vergangenheit, aber ich gucke in die Zukunft und ich habe daraus gelernt und werde es in Zukunft besser machen. Mehr kannst du nicht tun. Tipps gegen Haarausfall, welche Produkte oder so kannst du mir empfehlen? Wie hieß dieses Öl? Ich glaube Arganöl. Ich habe Rizinusöl, auf gar keinen Fall, das kommt immer... Nee, doch! Rizinusöl? Doch, ich glaube, es war Rizinusöl. Weil Teebaumöl mache ich mir ins Gesicht, das brennt, das würde ich dir nicht empfehlen. Aber es gab so ein ganz dickes Öl, das habe ich früher für die Wimpern und für die Haare benutzt und das soll richtig, richtig gut sein. Mandelöl soll gut sein, also quasi natürliche Produkte. Geh nicht in irgendeinen Drogeriemarkt und hol dir Plantur 21 oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Produkte, sondern hol dir einfach reines Kokosöl, reines Olivenöl, reines Mandelöl und dann benutze es halt einfach. Erwarte auch nicht, dass in den nächsten zwei Wochen oder in den nächsten ein, zwei Monaten irgendwelche Ergebnisse auftauchen, sondern das ist wirklich ein langer Prozess. Da muss man sich quasi der einen Sache halt einfach mal widmen. Was tun, wenn du weißt, du gibst zu viel für Menschen und kriegst zu wenig zurück? Ja. Ich schotte mich einfach von Menschen ab. Also meine Coping-Strategie ist halt einfach gar nichts mehr für Menschen zu machen. Einfach gar keine Menschen kennenzulernen, für die ich was machen kann. Weil es ist halt wirklich schrecklich. Es ist wirklich alarmierend, wie ich mich benehme. Sobald ich jemanden kennenlerne und auch nur ein bisschen nett ist, ich habe auch dieses Mitleid, ich habe ein richtiges Helfer-Syndrom. Sobald mir jemand so sagt, oh mein Gott, ich gebe ihnen das Essen aus und dann bin ich so, okay, wir schreiben morgen direkt Bewerbung für dich und dann hast du eine Ausbildung und dann hast du einen Studienplatz und dies und das und dies und ich kenne diese Menschen zu dem Zeitpunkt nicht und ich weiß nicht mal, was diese Menschen für mich wollen. Also alles, was ich dir sagen kann, ist, erinnere dich immer wieder an deine alten Erfahrungen und ruf dir vor Augen, dass nicht jeder Mensch dasselbe möchte wie du für diesen Menschen. Das ist wichtig zu wissen, dass wahrscheinlich niemand auf der Welt wird das Beste für dich so wollen, wie du es willst. Verstehst du, was ich meine? Und vor allem leider viele Menschen auf der Welt würden nicht das tun für dich, was du für sie tust. Und das musst du dir einfach immer wieder in den Kopf rufen, vor allem wenn du neue Leute kennenlernst. Bitte privat, kann meine erste Liebe nicht vergessen und habe mich nicht mal so verliebt, war nie zusammen, aber habe Angst, dass ich keinen anderen so sehr lieben kann wie ihn. Oh mein Gott. Also, du bist einfach im Verarbeitungsprozess, das ist völlig in Ordnung, während man in einer Trennung ist. Oder wenn man versucht, jemanden zu vergessen, kommt man immer wieder an den Punkt, wo man so sagt, oh mein Gott, werde ich das überhaupt überstehen? Werde ich jemand anderen so sehr lieben? Wird mich jemand anderes so lieben, wie er mich geliebt hat? Und die Antwort ist ja. Ja. Einfach Geduld haben, Bruder. Verarbeiten und heilen ist immer mit Schmerz verbunden, ist immer mit einer Dauer verbunden. Und solange du diese Dauer durchhältst, wirst du am Ende glücklich. Glaub es mir. Wie kann man es behandeln, wenn man selbst zu nachtragend ist? Ich würde sagen, erinnere dich immer wieder dran, wie ich eben schon gesagt habe, dass jeder Fehler macht. Und dass du dadurch, dass du nachtragend bist, nur eurer zukünftigen Beziehung schadet. Also ich würde eigentlich immer abwiegen, das finde ich ist auch wichtig, weil ich persönlich finde nachtragende Menschen auch nicht unbedingt, das heißt angenehm, aber es ist anstrengend. Also entscheid dich, möchte ich diesen Menschen verzeihen oder nicht. Aber du kannst nicht diesen Menschen verzeihen und dann drei Jahre vorhalten, was er gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Weil dann hast du es nicht verziehen und dann braucht ihr auch keine Beziehung weiterzuführen. Egal, ob es freundschaftlich oder romantisch ist, verstehst du? Und vielleicht hilft dir das eben quasi einfach zu sagen so, okay, entweder ich höre jetzt auf, nachtragend zu sein oder ich entscheide mich dazu, diesen Menschen aus meinem Leben zu schneiden. Und wenn du dann merkst, okay, so schlimm finde ich das auch nicht, was die gemacht haben, dann hast du auch keinen Grund, wirklich nachtragend zu sein. Weil ich finde immer, es gibt Dinge, die man verzeihen kann und Sachen, die man ganz klar nicht verzeihen kann. Aber es gibt für mich nicht dieses, ich verzeihe, aber ich werde immer wieder daran erinnern, was du getan hast und ich werde es nie vergessen. Weil dann hast du nicht verziehen und dann, was willst du mit diesen Menschen noch? Mache mir zu viel Druck wegen der Schule. Ich bin 24/7 am Lernen und es macht mich kaputt, aber will meine Leistung erbringen, aber 40 Stunden Schule plus Lernen ist zu viel für mich. Kann ich total verstehen, jetzt wo du tatsächlich mal ausgesprochen hast, dass Schule 40 Stunden beansprucht.
Das ist ein Vollzeitjob, fällt mir gerade auf. Da kann ich dir tatsächlich wirklich nicht weiterhelfen, weil ich genauso verzweifelt in meiner Schulzeit war. Das kann der ein oder andere bezeugen. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, halte durch. Wenn ich das durchhalte, dann haltet ihr das auch durch. Ich weiß, das sage ich extrem oft und in dem Moment hilft das auch nicht. Aber ich wünschte, ich könnte euch vor Augen führen, was für eine Schülerin ich war und wie nah ich tagtäglich am Burnout stand und alles schmeißen wollte. Also so, es war überhaupt gar nicht mehr gesund, meine Psyche in der Schulzeit. Und ich habe sie überstanden. Und ich bin kerngesund und ich bin überglücklich, dass ich das geschafft habe und dass es hinter mir ist. Und jetzt auch 2 Jahre nach der Schule merke ich, weißt du was, man vergisst, was in der Schulzeit alles war. Also jetzt, wo ihr mir eben solche Sachen schreibt, dann bin ich kurz so wieder Flashback. Aber an sich, Schule ist nichts, was mich so traumatisiert hat nachtragend, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag mad bin oder depressiv oder keinen Bock auf mein Leben habe. Das ist wirklich die Schulzeit. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, es gibt einen Punkt, an dem es vorbei ist. Mein Leben ist so boring im Moment, bin nur home und brauche mal was Neues. Mein Engel, glaub mir, der ganzen Welt geht so, auch wenn es nicht so scheint und auch wenn es vielleicht bei mir nicht so scheint, weil ich jetzt in Barcelona war und jetzt wieder in die Türkei fliege. Bei jedem ist es so. Glaub es mir. Es ist eine Pandemie. Also ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Ich weiß auch nicht, was ich erwarte. Ich versuche halt irgendwie Abwechslung in mein Leben zu bringen, dadurch, dass ich verreise. Aber alle Menschen in meinem Umfeld, ausnahmslos, machen genau das, was du gerade gesagt hast. Sie arbeiten oder sie gehen zur Schule oder sie studieren, kommen nach Hause. Das war's. Es gibt keinen Ort, wo du richtig hingehen kannst. Es gibt natürlich Freunde von mir, die gehen feiern oder Freunde von mir, die gehen hier und dahin. Das ist dann eine einmalige Sache, dann gehst du wieder nach Hause. Und ich weiß nicht, wie ich das so nennen soll, weil ich habe so low-key das Gefühl, so die Welt hat kollektiv eine Depression. Also, weil die Welt halt so kollektiv dieselbe Phase gerade durchmacht. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Leute, die machen das besser durch und Leute, die machen das schlechter durch. Ich habe beispielsweise Freunde, die sagen, sie sind richtig depressiv. Und Leute wie mich, ich versuche mir halt so ein bisschen Hihi, Sonnenschein reinzuholen, indem ich verreise. Aber wenn ich wieder zurückkomme, ist mein Leben halt auch wieder zu Hause chillen, Videos drehen, mal rausgehen, einkaufen, meine Sachen erledigen, wieder nach Hause kommen. Es ist auch noch Winter dazu. Also das Einzige, was ich dir sagen kann, was dir vielleicht Trost spendet, ist, dass du nicht die Einzige bist und dass du dir da nicht den Kopf zerbrechen brauchst, von wegen, mein Leben ist langweilig und ich bin ein Teenager und ich kann mein Leben nicht leben, weil es geht jedem so und wenn nicht, dann geht es den Leuten noch schlimmer. Mein Freund bzw. Vater von meiner Tochter behandelt mich nicht gut. Also was zur Hölle ist das für ein was? Mein Freund bzw. Vater von meiner Freundin behandelt mich nicht gut. Hundertprozentig Narzisst, will nicht aus meiner Wohnung raus und wieder zu seiner Mutter. Er sagt, ich muss die Polizei rufen, aber er ist so vorgestraft, dass wenn ich das tue, er sofort Habs wäre. Was muss er wahrscheinlich, da er wahrscheinlich eh ein paar Monate im Knast muss. Weiß nicht, wie ich aus dem Teufelskreis rauskommen soll, werde langsam behindert, will ihm irgendwie auch nicht die letzte Zeit mit seinem Kind nehmen, aber ich drehe durch. Ach so, der Vater von deiner Tochter. Okay, jetzt verstehe ich. Also, da kann ich dir eine ziemlich präzise Antwort geben. Also, was ich getan habe, ist, das Erste, was ich getan habe, ist aus meiner Wohnung fliehen, weil ich wusste, dieser Mensch wird mich immer zu Hause aufsuchen und versucht im wahrsten Sinne des Wortes meine Tür einzutreten, versucht alles möglich zu machen. Das Erste, was ich getan habe, ist so zu tun, als wäre ich in einer anderen Stadt. Das war nicht die beste Idee. Ich sag dir nur meine Erfahrung. Und dann habe ich quasi einfach gesagt, ich bin in Berlin, ich bin hier und ich bin da, damit diese Person mich zumindest erstmal nicht in der Stadt sucht und ich Luft und Platz zum Atmen habe, weil ich weiß, wovon du sprichst, wenn du einen Menschen nicht aus deiner Wohnung bekommst und dieser Mensch gleichzeitig von Liebe spricht und so sagt, ja, weißt du so, du kannst mich nicht verlassen, so what the fuck, weißt du, du benimmst dich gerade wie ein Irrer, ist doch verständlich, dass ich möchte, dass du aus meiner Wohnung gehst und wenn ich diese Menschen aus meiner Wohnung bekommen habe, dann haben sie Gegenstände mitgenommen, die demoliert, weißt du, als Rache quasi dafür, dass ich keine Beziehung führen möchte, wie auch immer. Das Effektivste, wie ich sagen kann, ist weggehen. Bro, ich bin geflohen nach Portugal, ich war einfach weg. Und da wurde ich auch extrem terrorisiert. Ich werde dir auch im Vorderein sagen, du wirst trotzdem weiter Terror erleben. Also dieser Mensch wird nicht locker lassen, das dauert leider. Und es kommt auch auf den Menschen an, wie lange es dauert. Aber das Leben, das ich jetzt lebe, ist, oh mein Gott, das hunderttausendfache an dem, was ich vor 1,5 Jahren gelebt habe. Ich habe so viel Freiheit zurück, die ich mir nicht mal hätte vorstellen können vor einem Jahr. Und auch, wenn, wie gesagt, es Menschen gibt, die 1 Jahr nicht loslassen oder 2 Jahre nicht loslassen oder du auch noch in 3 Jahren belästigt wirst und hier und da mal eine SMS bekommst oder diese Person vor der Tür steht oder sonst irgendwas, das ist besser, als diese Person in der Wohnung zu haben und dass diese Person auch der Überzeugung ist, dass du dieser Person immer noch gehörst. Dieses, das ist meine Tochter und du bist meins und weißt du, was ich meine? Du hast meine Tochter geboren und ich habe recht. Nein, Bitch, wenn du dich nicht benehmen kannst, dann hast du kein Recht auf gar nichts, auch nicht auf mich. Geh einfach. Und leider verstehen manche Menschen das, wie gesagt, nicht, weil sie das so verinnerlicht haben, dass du ein Gegenstand bist, der diesen Menschen gehört. Da musst du halt einfach ausbrechen und das Plakativste, was man machen kann für ich gehöre dir nicht, ist halt einfach wegfliegen. Ich weiß, das ist für dich sehr schwer, weil du ja gerade davon gesprochen hast, dass du eine Tochter hast. Ehrlich gesagt, stresst mich das darüber nachzudenken, weil das fühlt sich für mich so an, als wäre ich in meiner Situation nur noch schlimmer. Und ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber das Effektivste für mich war, wegzugehen. Du musst ja vielleicht nicht ins Ausland, du musst nicht wirklich nach Portugal, aber vielleicht zur Familie in einer anderen Stadt. Also, du musst ja keinen Neuanfang machen. Ich bin ja auch schlussendlich wieder nach Hamburg gekommen, aber du solltest irgendwie, ich weiß nicht,
Du musst Abstand nehmen. Also so ein Abstand, der nicht aufgeholt werden kann. Das ist extrem wichtig, finde ich. Wie findest du es alleine zu verreisen? Tipps, auf was man achten sollte. Also ich habe in meinem ersten und zweiten Barcelona-Vlog eigentlich ziemlich gut erklärt, wie ich das Reisen alleine finde und was ich euch so empfehlen würde. Meine Top 3 Tipps wären auf jeden Fall, schau nicht nonstop auf dein Telefon, wenn du im Ausland bist. Also sei nicht so versunken, wie du es in Deutschland bist, weil du bist im Ausland, du sprichst die Sprache nicht, du weißt nicht, was um dich herum passiert. Also sei immer schön aufmerksam. Dann Tipp 2, schick dein Apartment oder deine Location oder dein Hotel oder wo auch immer du bleibst, immer deiner Familie, damit die wissen, wo du bist, damit dein Standort für mehrere Leute klar und deutlich ist. Und als drittes, das habe ich gemacht, habe ich aber nicht gebraucht, sag einem Freund Bescheid oder irgendjemandem aus deiner Familie, jemandem, dem du halt vertraust, so, ey Bro, wenn ich dich anrufe, dann ist die Scheiße am Dampfen, dann bitte kümmere dich darum, dass irgendwie mir schnell geholfen wird. Ich weiß auch nicht, wie ich mir vorgestellt habe, dass mein bester Freund mir aus Deutschland in Spanien helfen soll, wenn irgendwas passiert. Aber allein dieser Gedanke, dass ich weiß, er ist immer erreichbar und ich kann ihn immer erreichen, ist immer sehr schön und nimmt dir auch viel Angst, finde ich. Eltern getrennt, kein Kontakt zu Papa, weil er ein schlechter Mensch ist. Familie väterlicherseits gibt mir die Schuld für alles, will den Kontakt zu meinem Cousin jedoch nicht verlieren. Also mein Engel, wir leben in einer Männerwelt und ich glaube, es ist deutlich, dass in einer Männerwelt Männer halt einfach weniger Schuld tragen, dass die Frauen immer schuld sind für alles. Oh mein Gott, dein Vater hat dich verlassen, das ist die Schuld des Kindes. Weißt du, ich meine, total irrsinnig. Ich hoffe, du bist reif und alt genug, um zu verstehen, dass das nichts mit dir zu tun hat und lässt sich davon nicht beeinflussen. Ich weiß natürlich, dass es schmerzhaft ist, wenn man von seiner eigenen Familie hört, so du bist schuld. Aber ich habe das schon mal in meinen anderen Videos gesagt, dadurch, dass es Familie ist, heißt das nicht, dass man diese Meinung ernster nehmen sollte oder dass das mehr in dein Herz gehen sollte. Das tut es automatisch, aber das muss es nicht. Setz dir einfach vor Augen, das sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwelche Randoms, die hinter einem Wichser stehen und für diesen Wichser ein Kind attackieren. Und wenn dir das so ein bisschen die Augen öffnet, weißt du, wenn du dir das quasi mal von außen betrachtest und dir denkst, wow, das sind wirklich erwachsene Menschen, die gerade ein junges Mädchen angreifen, wegen ihrem Vater, um den zu verteidigen, dann merkst du von außen so, wie bizarr und absurd das klingt. Weil so klingt es für mich. Es ist schon so fast lächerlich. Du kannst natürlich jetzt nicht drüber lachen, aber ich finde, es ist immer ganz gut, Sachen von außen zu betrachten, damit man merkt, wie lächerlich Sachen sind. Also lass dir davon irgendwie nicht Grenzen setzen, von wegen so, oh mein Gott, wie soll ich meinen Cousin jetzt kontaktieren, weil die können mich alle nicht ab. Fick die. Ruf deinen Cousin an und sag, Bruder, lass Kaffee trinken gehen, trefft euch, chillt, mach was du willst, lass dich davon nicht beeinflussen, was die sagen, was sie dir schreiben, blockier sie, dass du es gar nicht mitbekommst. Und selbst wenn dein Cousin quasi kommt und so sagt, ey, die haben mir dies und das gesagt, dann sagst du, ist gut, brauchst du nicht an mich weiterleiten, weil diese Menschen, ich gebe einen Fick auf diese Menschen, verstehst du? You get me? Meine Schwester und ich stehen auf denselben Typen. Also ich weiß nicht, ob das ein Test von Gott sein soll, aber ich bin, also was heißt, ich bin mir sicher, in diesem Alter finden sehr wenige Leute ihren Traummann, ihren Seelenverwandten. Und vor allem, wenn du und deine Schwester auf denselben Typen stehen, dann bin ich der Meinung, liegt das entweder daran, dass du oder deine Schwester gerne das hat, was der andere hat, weißt du? Deswegen hast du quasi einen Crush entwickelt auf den Crush deiner Schwester, weil es kann nicht sein, dass ihr beide zufällig auf denselben Typ steht. Es ist mehr so ein Ich-will-es-haben-Ding. Und das zeigt erstens, dass du gar nicht wirklich auf ihn stehst oder dass deine Schwester gar nicht auf ihn steht, sondern dass ihr es nur haben wollt, um es zu haben. Es ist keine echte Liebe, das heißt, du kannst es auch ganz sein lassen. Und ja, das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Hey, es wäre echt korrekt von dir, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen nachzudenken über die Probleme anderer. I kiss your heart, Habibi. Muah! Kuss zurück, mein Schatz. Zu meinem Problem. Meine Eltern hassen meinen Freund ohne jeglichen Grund, wollen ihn nicht kennenlernen und haben ihn öfters beleidigt, was ich natürlich gesagt habe. Meine Eltern sind streng, weswegen ich auch kaum Zeit mit ihm verbringen kann. Muss immer lügen, dass ich mich mit Freunden in der Stadt treffe, bla bla bla. Ich liebe ihn sehr. Ich weiß auch, dass es ihn ebenfalls belastet. Ich weiß aber nicht mehr weiter. Also erstmal schön oder, falls du es nicht weißt, aber ich denke, du weißt es, weil du hast es in deinem Text eigentlich schon selber erwähnt, dass deine Eltern deinen Freund nur nicht kennenlernen wollen oder beleidigen, weil sie ihn nicht abkönnen. Es ist einfach, es passt nicht in ihr Bild und sie wollen jemand anderen für dich und deswegen sagen sie einfach nein. Und das ist so das Kindischste, was man machen kann, weil das ist wie wenn du einem Kind einem Barbie gibst und sie will eine andere Barbie. Sagst du nein und wirfst du mit der Barbie weg. Weißt du, was ich meine? Und allein das sollte dir verdeutlichen, dass deine Eltern sich nicht reif verhalten und du dich dementsprechend auch nicht an das Verhalten deiner Eltern anpassen solltest. Weißt du, also es gibt total viele Leute, die so, oh mein Gott, aber der Respekt vor meiner Eltern. Aber wie viel Respekt soll ich vor Leuten haben, die sich verhalten wie ein Vierjähriger? Weißt du, was ich meine? Und natürlich sollst du deine Eltern nicht einfach hintergehen. Also ich sage jetzt, ich hau ab mit deinem Freund oder so, aber ich würde ganz klar, ganz deutlich sagen, so, ihr werdet das nicht ändern können, indem ihr ihn beleidigt. Und ich finde es extrem unreif, wie ihr euch verhaltet. Und selbst wenn ihr ihn nicht mögt, finde ich, kein erwachsener Mensch wird sich so verhalten wie ihr. Und vielleicht öffnet denen das die Augen, zumindest in Zukunft reifer damit umzugehen. Es muss ja nicht sein, dass sie sagen, oh mein Gott, okay, wir lernen ihn kennen. Aber zumindest beleidigen sie ihn dann nicht mehr vor dir oder so. Weil sie halt wissen so, okay, Bro, sie hat durchblickt, das ist mega kindisch und wir wollen sie damit nur beeinflussen und es bringt nichts. Der Typ, mit dem ich schreibe und mit dem ich mich ein paar Mal getroffen habe, ist einfach nicht oft am Handy und einfach ein Dulli, was es angeht. Antwortet deswegen auf Stunden später, manchmal auch Tage. Was an sich ja nichts Schlimmes ist und eigentlich auch was Gutes im Hinsicht aufs Leben, finde ich auch. Ich finde solche Typen immer ganz, ganz toll, also wirklich fang ihn dir. Natürlich, es gibt immer das Risiko, dass er so nebenbei vielleicht eine Beziehung führt und deswegen einfach nicht am Telefon ist, aber wenn man davon ausgeht, dass er die Wahrheit sagt und einfach nicht so ein Handy-Typ ist, top.
Aber dadurch geht es halt schleppend voran und manchmal macht man sich schon irgendwie Gedanken, ob irgendwas ist oder so. Ansprechen, weil es scheiße ist, oder einfach akzeptieren, mit dem Flow gehen. Ich würde definitiv sagen, auf jeden Fall akzeptieren. Einfach aus dem Grund, dass ich die Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise auch zugesehen habe, wie so viele Menschen Typen immer angebettelt haben, irgendwas zu machen. Und erstens bringt das nichts. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man Typen anbettelt, die das wirklich geil machen und die sich so wirklich richtig geil fühlen und sich so denken, oh mein Gott, ja, ich werde angebettelt, also wirklich so psychisch labil. Unabhängig davon bin ich der Meinung, dass jeder Mensch sich so verhält, genau wie er möchte und genau wie er sich dir gegenüber fühlt. Verstehst du? Also wenn ein Mensch besessen von dir ist, dann wird er dir alle 3 Minuten antworten. Wenn ein Mensch desinteressierter ist, dann wird er dir seltener antworten. Das kann man natürlich jetzt nicht so sagen bei einem Typen, der kaum am Handy ist, aber ich denke, du verstehst, was ich meine damit, dass wenn er tatsächlich so ist und du jetzt so sagst, hey, ich habe das Gefühl, da wird er höchstens sagen, okay, ist nichts, und dann wird es aber in Zukunft immer so weitergehen, weißt du? Auf der anderen Hand ist es aber wichtig zu kommunizieren und es schadet nicht, zumindest es einmal gesagt zu haben. Weißt du, man sagt ja immer, sag einmal, was dich stört und was ein Mensch ändern soll. Wenn er es dann nicht macht, dann geh. Und das ist jetzt quasi dir überlassen, ob du es einmal sagen möchtest und dann gucken möchtest, ob sich was ändert. Ich bin aber immer ein Mensch, ich möchte dem Menschen gar nicht die Chance geben, dass ich dann quasi um etwas gebeten habe, was dieser Mensch nicht getan hat. Deswegen bete ich gar nicht erst darum und bin halt wirklich einfach ganz schnurstracks der Meinung, dass der Mensch, der für mich gemacht ist, sich so verhalten wird, dass ich nicht um irgendwelche Dinge beten muss oder nicht aufmerksam drauf machen muss, dass sich irgendwas komisch oder seltsam anfühlt, weil dieser Mensch das auch so spüren oder empfinden würde. Ich meine, wenn ich das spüre, dann kann ein anderer Mensch das theoretisch ja auch spüren. Das ist jetzt keine Sache der Unmöglichkeit. Wir tun immer so, als wären Männer total inkompetent und unfähig geistig und als müsste man sich auf alles immer so extrem hinweisen. Aber ich bin der Meinung, eigentlich ist das nicht der Fall. Das heißt, ich würde es einfach dir überlassen. Bei einem Mal ist es noch nicht so wild. Ich würde es aber auf gar keinen Fall mehr als einmal ansprechen und würde es auch nicht sagen, es fuckt mich ab, dass du so machst, sondern ich würde einfach sagen so, hey, ich wollte nur mal fragen, ob das normal ist, dass du halt alle 3 Tage antwortest und dementsprechend wirkt es auf mich so, als hättest du weniger Interesse oder als wäre irgendwas. Und wenn er dann sagt, nee, alles easy, alles gut, dann hast du deine Antwort, wenn dir das reicht. Aber falls du ehrlich erwartet hast, dass dieser Mensch sich ändert, dann frag erst gar nicht. Weil du solltest niemals quasi unterschwellig einen Menschen dazu bitten oder fragen oder was auch immer, sich zu ändern. Verstehst du? So Leute, und das war's auch schon mit dem eure Krisen und meine Tipps. Ich weiß, ich habe einige der Krisen nicht mit in das Video bekommen, weil das Video halt so auch schon elend lang ist. Falls ihr Lust habt auf ein weiteres Video mit dem Rest der Probleme, dann schreibt das unbedingt in die Kommentare. Kommentiert auch unbedingt, welchen Tipp ihr am hilfreichsten fandet oder welches Problem ihr am interessantesten fandet. Wie immer dürft ihr natürlich auch eure eigenen Tipps abgeben, weil mein Tipp, wie gesagt, kein roter Faden ist und auch nicht das Richtige. Ich find's immer sehr schön, ganz viele verschiedene Perspektiven zu einem Problem oder zu einer Sache zu sehen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, mir auf Snapchat, Insta und TikTok zu folgen, und ansonsten sehen wir uns auf dem nächsten Video.